Heyo, Freunde der Sonne! Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und willkommen zurück zu Crim Days 2, das Vermächtnis. In der letzten Folge haben wir ja Luisa davor bewahrt, auch ein Werwolf zu werden. Nun heißt es aber vom Schloss Cray Cray zu flüchten. Aber bevor wir das können, müssen wir noch einiges zu erledigen wissen. Und zwar hier ist jetzt das erste Wimmelbild in der Folge Nummer 11. Und ziemlich. Naja, okay, für ein Kind finde ich es ganz gut, aber so finde ich die ganzen Puppen hier ein bisschen creepy. So, als erstes brauchen wir Boxhandschuhe. Boxhandschuhe. Hat irgendeine Figur da? Plüschfigur der Boxhandschuhe? Nein, hat sie nicht. Ich sehe jedenfalls keine. Da hinten hängen sie von Muhammad Ali. Dann sehe ich noch. Da müssen wir einen Frosch finden, der da oben ganz frech hockt. Ein Nashorn. Ein Nasenhorn. Ein Horn mit einer Nase. Da oben ist es. Seht ihr, das ist immer das Tick, das sagen wir mal, wie kann man das am besten sagen, das Miese bei solchen Wimmelbildern. Man konzentriert sich eigentlich hauptsächlich, wo es hell ist, aber so die dunklen Stellen lasst man eigentlich immer aus. Und hier ist sogar TNT. Eine Bombe versteckt, alles klar. Da wollten es wahrscheinlich ganz auf Nummer sicher gehen, dass gar keiner das Spielzeug von ihrem Sohn, klaut. Wo ich mich frage, haben wir jetzt ein Mädchen gewollt oder ein Junge? Weil wir sehen hier eine Mädchenpuppe, einen rosa Hasen, Teeservice. Die haben sich eindeutig, jetzt haben wir den Beweis, die haben sich eindeutig ein Mädchen gewünscht, nicht den Schrumpeljungen, den wir aus Crimtails so kennen, vom lieben Cronky Boy, also vom lieben Herrn Cronk. Ja. Okay, jetzt brauchen wir einen Schalter, der hier ist. Dann ein Schiff, das hat der Clown als Hut auf. Obwohl, also ich möchte das nicht als Plüschfigur haben, da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte eine Plüschfigur, einen Bären, einen Teddybären, der als Pilot verkleidet wurde, war. Den nannte ich sogar auch Baloo, den Bären, aus der Kinderserie Baloo und seine tollkühne Crew. Deswegen habe ich den Baloo genannt. Ja, dann nehmen wir gleich den Tischtennisschläger, den brauchen wir sowieso. Dann suchen wir ein Telefon. Telefon, Telefon. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Manche haben wahrscheinlich das Telefon schon längst gefunden und hauen sich jetzt gegen die Stirn. Okay, Dynamit hatten wir eh suchen müssen. Aber wo ist denn das liebe, liebe Telefon? Ach, da hinten, das ist so ein verschnörkeltes. Und da oben ist der Vogel. Jawohl, da haben wir den An- und Ausschalter. Den brauchen wir auch. Da brauchen wir nicht lange gehen. Gehen wir hier runter. Dann schalten wir den Strom aus. Dann ist hier wieder Strom aus und wir können hier die Kabel mitnehmen. Somit geht hier das hier aus. Und wir nehmen ja gleich das zweite Wimmelbild in Angriff. So, hier ist der Schmetterling. Eine Blitzbirne, die ist hier. Libellenflügel sind hier. Ein Schwert, das ist, für mich ist das ein Säbel, aber für die Leute hier ist es ein Schwert. Dann brauchen wir einen Tintenfisch. Das war eine Qualle, aber lassen wir das mal darauf beruhen. Eine Scharniere, eine Statue, die wir auch brauchen werden. Nehmen wir einfach mal mit. Das Pferd ist hier auf der Leiter. Ein Chinchilla. Oh, das muss ich euch mal kurz erzählen. Ich habe ja eine Ausbildung als Schuhmacher auch hinter mir. Und mein Chef hatte sehr viele Chinchillas. Wir hatten sogar mal das Problem, dass sie ausgebüxt sind. Wie der hier, der kleine Fratz da. Und einer war in der Plastiktüte drin und der hat mich volle Knick erschrocken. Aber die sind süß, aber anfassen würde ich sie jetzt nicht, weil ich bin allergisch gegen alles, was Fell hat. Leider, leider. Dann hier
Eine ägyptische Königin, das war die Aphrodite, oder? Glaube schon. Dann hier eine Pistole, das der Affe hier hat. Den nehmen wir den lieber gleich weg, sonst hat er irgendwas Dummes vor sich. Hier ist auch ein ganz kleiner Grafikfehler, wie man sieht. Hier ist quasi der Griff von diesem Geldbeutel. Auch nicht schlecht. Jetzt brauchen wir noch einen Käfer, der ja hier oben ist. So, jetzt haben wir eine der Statuen auch noch. Da gehen wir mal ganz kurz Rückwärtsgang. Ja, wir können zwar Schnellreise jetzt machen. Ist mir immer noch peinlich, dass ich darauf nicht draufgeklickt habe, einfach mal. Dann haben wir schon mal die Statue und jetzt gehen wir, müssen wir. Moment, die Karte wird uns verraten. Hierhin und laden die Batterie auf. Bisschen warten. Bing, fertig aufgeladen. Und nun gehen wir hierhin. Stecken hier den Strom an. Daraufhin bläst er uns den Nebel weg. Wisst ihr, ich habe damals noch hier so versucht, hier den Nebel wegzupusten. Jetzt geht's. Und gleich wieder ein Wimmelbild. Das schauen wir uns gleich an. In den Spalt des Baums steckt eine Kreditkarte fest. Ich kann sie nicht herausziehen. Doch vielleicht kann ich die Rinde weghacken. Wir haben bloß momentan eine Zange per Du da. Den Bambus müssen wir wahrscheinlich irgendwie wegschneiden. Dann schnappen wir uns gleich das nächste Wimmelbild. Da ist hier eine Statue. Dann brauchen wir eine Zwiebel. Also ich esse auch gerne Zwiebeln, also pur. Ich beiß gerne in die Zwiebel gerne rein. Weil ich mag den Geschmack einfach. Das war Knoblauchzehen, aber keine Zwiebel, aber okay. Aber ich hätte ich jetzt gerne einfach so mitten in Let's Play in die Zwiebel reinbeißen. Ich glaube, ich würde aber da einige von euch hier abschrecken. Hier mal Wasser. Da ist ein Pilz, da ist das Ei. Der Stern ist ganz hier mies hier hinten versteckt. Schnauzbart. Okay, meinen kriegt ihr aber nicht. Ich würde jetzt lachen, wenn ich jetzt draufklicke und urplötzlich mein Schnauzbart verschwindet. Der ist hier oben. So, dann gucken wir mal bei der Münze. Wir brauchen eine Mütze oder Münze? Mütze brauchen wir. Ich habe jetzt Münze gelesen. Da ist die Tarnmütze, Schweinsnase habe ich da bei der Axt gesehen. Den Traubenkorb ist hier oben und Kohl habe ich hier gesehen. So, jetzt haben wir eine der anderen Statuen auch bekommen, aber wir brauchen immer noch was, dass wir die Rinde da weghacken können. Haben wir noch eine Statue hier? Irgendwas müssen wir noch mit einer Zange machen, aber ich weiß nicht was. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Zange das hier aufkratzen können, oder? Nö. Irgendwas haben wir übersehen, aber was Bestimmtes haben wir. Irgendwas haben wir übersehen. Ich weiß es bloß nicht mehr. Ich weiß es bloß nicht mehr. Ich mach mal ausnahmsweise mal hier in diesem Teil einen Tipp. Auf dem Armaturenbrett des Autos in der Garage liegt eine Karte. Nehmt ihr die kleine... Was? Auf dem Armaturenbrett des Autos ist in der Garage liegt eine Karte. Nehmt ihr die kleine Säge. Hä? Hab ich das jetzt wirklich übersehen? Ah ja, oh. Ich bin blind. Okay, ich glaube, damit können wir sogar hier das aufmachen. Nö, können wir nicht. Aber wir können wahrscheinlich die Karte aus der Rinde befreien. Vermute ich jetzt mal. Oder auch nicht. Moment, wir können aber bestimmt das hier machen, oder? Ja, freilich. Das muss aber ganz schön eine scharfe Säge sein, damit sie den Bambus absägen kann. Weil so wie ich weiß, gehört Bambus zu einem der härtesten Hölzern.
Okay, wir können 1 und 1 zusammenzählen. Darauf kriegen wir ein Meißel. Mit dem Meißel können wir doch jetzt bestimmen. Hoffnung stirbt immer zuletzt, Freunde, ihr wisst ja. Jawohl. Damit haben wir die Kreditkarte, können jetzt Lord Cray Arm kaufen. Also auf seinen Kosten einkaufen gehen. Dazu brauche ich aber jetzt hier, nutze ich jetzt hier aber erstmal das. Daraufhin können wir einen Sechskantschlüssel. Mit dem Sechskantschlüssel können wir das hier aufsperren. Das heißt wieder ein Minispiel. Das heißt folgendermaßen geht. Stelle mit 17 unterschiedlichen langen Drähten die Verbindung wieder her. Nutze die Legende, lass die Legende in der rechten oben. Was ist denn eine Legende? In der rechten oberen Ecke, um den richtigen Draht zu wählen. Wahrscheinlich das hier. Okay, wir brauchen erstmal blau. Ne, nicht blau. Grün ist kurz. Ja, müssen wir drehen. Wir müssen quasi immer hier hinterkommen. Also hier nach oben ist schon mal falsch. Ich hoffe, das passt immer so. Und ich hoffe, das zählt jetzt nicht für jede Map. Das wäre nämlich ein bisschen gemein. Es zählt für jede Map. Oh Mann. Okay. Das heißt, wir müssen quasi jetzt so. Wieso geht das nicht? Ach, wir müssen das erst verbinden. Stimmt, dann mache ich das so. Ich versuche den kürzesten Weg zu nehmen, Freunde. Moment, oder wäre das andersrum besser gewesen? Ich versuche es mal. Ich glaube, wir hätten auch so machen können. Aber ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Ja, das war jetzt eindeutig viel, aber schaut, wir machen jetzt mal 1, 2, 3. Nee, das schaffen wir nicht. Wir müssen nur mal von vorne. Der Anfang war richtig, ja. Weil wenn wir jetzt hier so mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wenn ich jetzt... Es ist eigentlich egal, wenn wir jetzt hier so machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, müssen wir es so machen. Das geht nicht anders. So. Haben wir das schon mal geschafft? Jetzt dürfen wir hier keinen Fehler machen. Wir machen das jetzt mal andersrum. Ich mache jetzt mal so. Dann gehe ich hier runter. Setze das hier ein. Dann kommt ein kurzes. Und dann setzen wir so ein langes ein. Dann haben wir nämlich ein bisschen, haben wir noch 5 Stück mehr. Jetzt darf ich hier bloß keine Fehler machen. Warte mal, wenn ich jetzt so mache, einmal 1, 2. Ne, da müsst, das ist dann, das ist noch ein Fehler, weil wir jetzt hier so machen, da bricht mich nämlich. Oder auch nicht. Wartet mal, wenn wir jetzt so machen, 1, 2, 3, 4, 5. So müsste das eigentlich gehen. Dann brauchen wir wieder Rot. Dann einmal Grün. Nee, das ist wieder falsch.
Seht ihr, jetzt kommen wir nämlich nicht zum Schluss. Also es war schon richtig, wir sind auf dem richtigen Weg. Seht ihr, jetzt werden wir wieder zurückgeschleudert. Verdammt, also nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen mal andersrum machen. Wir machen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und sollte das jetzt zu lange dauern, Freunde, ihr kennt meinen Spruch schon und ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal wiederholen muss. Ich hoffe es mal nicht. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade soeben aufgehangen, Freunde. Oder auch nicht, ich bin jetzt gerade blind gewesen, ich dachte, jetzt geht's nicht weiter. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber nur ein klein wenig. Nee, das wird wieder nichts, Freunde. Ich glaube nicht, dass das jetzt was wird, Freunde. Wir müssen ja das ja auch hier verbinden. Nee, das wird wieder nichts, Freunde. Ich habe es versucht, Freunde. Wie ihr wisst, ich würde ungern das hier in die Länge ziehen. Also lösen. Action geladen. Juhu! So, dieses Minispiel werde ich aber schaffen. Wir nehmen mal das Holz mit. Fahren hier entlang. Wir müssen quasi jetzt hier einen Weg finden zum Pier. Hauen hier den Stein weg. Fahren hier entlang. Dann müssen wir hier runter. Die Axt mitnehmen. Dann schauen wir mal, was irgendwas ist uns jetzt hier im Weg. Dann gehen wir hier hoch, hacken den Baumstamm weg, nehmen die Trute, fahren dann hier lang, gehen hier runter, nehmen das hier, scheuchen den Hirsch weg, nehmen den Besen mit. Mit dem Besen fahren wir jetzt hoch zum Pier und hauen das, wischen das Spinnweben weg. Schon haben wir es geschafft. I'll keep Brandon safe here, so nothing can hurt him. Please go back and help Gray. Hier ist Brandon in Sicherheit. Ihm wird nichts geschehen. Geh bitte zurück und hilf Gray. I need your help, brave sister. Don't let me down. Ich brauche deine Hilfe und deinen Mut. Du darfst mich nicht enttäuschen. I'm counting on you. Ich verlasse mich auf dich. So, meine Freunde, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um, aber wir sind jetzt schon wieder am Ende einer Folge. Wir nehmen jetzt das hier noch mit. Da ist leider der Reifen kaputt gegangen. Den nehmen wir uns jetzt auch noch vor. Nehmen den Reifen mit. Gehen hier rein. Hier brutzelt schon die Pfanne. Da schmeißen wir das Öl hier rein. Lassen das jetzt aber erstmal da stehen. Gehen hier hin und hauen den Reifen hier hin. Ziehen mit der Zange den Nagel. So.
Und dann sage ich mal, wenn euch diese Folge Quimtails gefallen hat, lasst mir ein ordentliches Feedback da. Und wenn ihr keins meiner Formate mehr verpassen wollt, lasst mir natürlich auch ein Abo da. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann, euer Hohe Diver. Cheerio!